Gestern haben wir über ein Foto von marokkanischen Nationalspielern nach dem WM-Viertelfinale berichtet, das im Netz für Irritationen gesorgt hat. Wir hatten fälschlicherweise dazu geschrieben, dass es sich hierbei um einen Gruß des IS handele. Tatsächlich hat sich der IS diesen Gruß aber nur angeeignet. Für diesen Fehler bitten wir aufrichtig um Entschuldigung. Es war selbstverständlich nicht unsere Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen.